das klingt ja auch erstmal gut, so im ersten Moment. Ja, aber für die, die genau. nicht ansparen können, ist es natürlich ein bisschen schlecht. Nein, ist es, auch das stimmt nicht. Ihr habt im Community-Tab gesagt, dass ich mit Christian Lindner sprechen soll. Und genau das habe ich auch getan. Aber anders als bei dem Interview mit Philipp Amthor, das ihr auch nochmal hier oben im i verlinkt findet, habe ich nicht meine Fragen gestellt, sondern ausschließlich eure Fragen. Und da ich Christian Lindner ein wenig herausfordern wollte, zumindest habe ich es versucht, habe ich eure Fragen ein wenig zugespitzt, um ihn ein wenig, aus der Reserve zu locken. Aber schaut selbst, was Christian Lindner zu euren Fragen gesagt hat. Schauen wir mal auf die Bundestagswahl. Die steht ja jetzt bald an. Wer verfehlt denn zuerst die 5%-Hürde, die SPD oder die FDP? Weder noch, und beide politische Richtungen braucht man auch im Parlament. Denn die SPD, auch wenn ich nicht alles teile, ist eine Partei, die in besonderer Weise auf den sozialen Ausgleich achtet. Wir sind eine Partei, die in besonderer Weise auf Freiheit und Grundrechte achtet. Gerade in der Pandemie müssen diese Abwägungen auch sorgfältig getroffen werden. Wir sind auch eine Partei, die auf Dynamik und weniger auf Ausgleich setzt. Es braucht sicherlich eine Partei im Parlament wie die Grünen, die in besonderer Weise ökologische Verantwortung betonen. Na gut, und die CDU ist so eine Kraft der Beruhigung und vielleicht darf man sagen, so des Ordnungsgedankens. Und unsere Republik ist dann gut aufgestellt, wenn diese unterschiedlichen Grundrichtungen jeweils präsent sind. Wenn es nach mir geht, natürlich die Liberale besonders stark. In einem Interview bei der Bild am Sonntag hast du 2018 gesagt, dass man die Amtszeit eines Kanzlers, einer Bundeskanzlerin auf 8 bis 10 Jahre beschränken sollte. Du bist jetzt schon seit 2013 Vorsitzender der FDP. Müsste das dann nicht auch auf den Vorsitzenden der FDP zutreffen? Wirkt man da, du hast ja auch gesagt, dass der Grund dafür ist, dass man irgendwann nicht mehr fortschrittlich ist, irgendwann nicht mehr dynamisch ist. Also müsste nicht das Gleiche für den FDP-Vorsitzenden gelten? Ja, der Unterschied ist, dass eine Regierungschefin oder ein Regierungschef natürlich konkret gestaltet und Politik umsetzt. Naja, aber als in der Opposition gestaltet man auch und als Parteivorsitzender ja auch, oder nicht? Nein, leider nicht. Das ist aber das Ziel. Natürlich wollen wir gerne gestalten, wollen wir gerne regieren. Ich habe auch schon eine Regierung mal in Nordrhein-Westfalen mitbilden dürfen, 2017 als der Leiter unseres Verhandlungsteams von FDP-Seite. Ist auch eine sehr gute Regierung. Ideen werden da auch umgesetzt. Aber ich glaube, dass man gut daran tut, dass man nur die machtvollste Position, und das ist eben Kanzlerin oder Kanzler, dass man da zu einer Amtszeitbeschränkung kommt. Bei den anderen demokratischen Funktionen ist jeweils der individuelle Einflussbereich geringer, weshalb ich da so die Dringlichkeit einer förmlichen Amtszeitbegrenzung nicht sehe. Man kann ja immer nicht gewählt werden, ne? Dann wird sowieso die Amtszeit begrenzt. Nichtsdestotrotz kann man ja auch nicht leugnen, dass die FDP, zumindest wenn man jetzt mal auf Wahlumfragen schaut beispielsweise, in letzter Zeit zumindest auf keinem Höhenflug ist und vielleicht ein wenig schlechter abschneiden könnte. Wer ist denn eigentlich jetzt schuld am schlechteren Abschneiden der FDP seit 2017? Sind Sie das? Oder bist du das, besser gesagt? Naja, warten wir doch erstmal die Bundestagswahl ab. Wir liegen jetzt, letzte Umfrage, die heute erschienen ist, bei 9%. Zur gleichen Zeit vor 4 Jahren vor der Bundestagswahl lagen wir bei 6%. Und wir sind immer in den Umfragen schlechter als am Wahltag. Deshalb würde ich mal abwarten, ob es nicht am Ende sogar ein besseres Ergebnis sein wird als beim letzten Mal. Und dafür verantwortlich sind wir alle. Das ist nicht ein Erfolg eines Einzelnen, sondern wir sind eine Partei von 66.000 Menschen und es kommen Millionen Unterstützer im Land dazu, die unser Lebensgefühl teilen. Und das ist dann ein gemeinsamer Erfolg. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich, was dieses Jahr angeht, Marvin, weil wir in 3 Bereichen, die wichtig werden, gute Beiträge leisten können. Zum einen die Frage, wie Ausbildungs- und Arbeitsplätze gesichert werden nach dem enormen wirtschaftlichen Einbruch der Pandemie. Da hat uns noch niemand abgesprochen, dass wir davon Ahnung haben. Zum Zweiten, wir haben enorme Defizite, zum Beispiel bei der Digitalisierung in der Verwaltung oder auch in den Schulen gesehen. Auch da haben wir uns viele Jahre schon engagiert. Und jetzt ist die Zeit gekommen, auch für ein Digitalministerium auf Bundesebene, um an die Defizite ranzugehen. Und ich glaube, dass die Pandemie vielen gezeigt hat, dass Freiheit und Grundrechte keine Garantien sind, sondern dass man immer wieder Regierungen
kritisch befragen muss, ob sie eigentlich sorgfältig genug, sensibel genug mit unserer Freiheit umgehen. Und ich glaube, wir können da gute Beiträge leisten. Die FDP will ja, dass Eltern für ihre Kinder mehr Geld ansparen, also dass für Bildungsmöglichkeiten mehr angespart wird. Und die FDP sagt auch, dass sie jedem Bürger, Zitat, ein Leben lang die Chance zum Aufstieg geben will. Das hatten wir gerade eben schon besprochen. Sie will dafür auch jedem beispielsweise, wenn jetzt ein Euro angespart ist, dafür einen gewissen Prozentsatz obendrauf schlagen, im besten Fall. Nichtsdestotrotz habe ich mich da gefragt und hat auch ein User bzw. eine Userin gefragt, ob das nicht ein ziemlich unfaires System ist. Also was ist mit den Menschen, die nicht viel ansparen können, dementsprechend auch wenig an mehr Euro obendrauf bekommen dahingehend. Und die Menschen, die natürlich ansparen können, bekommen nochmal mehr obendrauf. Also klang für mich nicht nach einem sehr, auch als ich das gelesen habe und mich da auch weiter drüber erkundigt habe, nicht nach einem sehr fairen System, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt gerade nicht ganz genau, worüber wir jetzt sprechen. Also was das genau sein soll, wovon ihr sprecht. Wir haben ein Modell des Bildungssparens, vielleicht ist das gemeint? Genau, ja. Ja, also wenn jemand aus seinem Einkommen, das er vor Steuern hat, wenn er da etwas zur Seite legt und sagt so, okay, ich lege mir die 30 Euro oder 50 Euro im Monat zur Seite, weil ich will später mal eine Ausbildung machen, dann sind wir der Meinung, dass der Staat das prämieren soll. Das klingt ja auch erstmal gut, so im ersten Moment. Aber für die, die nicht ansparen können, ist es natürlich ein bisschen schlecht. Soll man auf die gute Idee für die große Mehrheit verzichten, weil nicht jeder davon profitieren kann? Die Menschen, die das nicht... Wenn man betrachtet, dass sich eine Gesellschaft daran misst, also viele sagen, dass er daran misst, wie man mit Minderheiten umgeht oder mit den Leuten umgeht, die vielleicht etwas außen vor gestellt sind, dann würde ich persönlich aus meiner eigenen Wartung heraus schon sagen, dass es eher unfair ist. Ja, aber ich glaube, dass da ein Denkfehler ist. Weil nämlich zu oft in unserer Gesellschaft die Menschen sagen, ja, es gibt ja Leute, die können nichts ansparen, dein Argument. Und dann wird vorausgesetzt, dass die das ganze Leben in der Situation sind, dass sie kein Einkommen haben, um etwas zur Seite zu legen. Und da ist der Denkfehler. Wir müssen, das war ja deine Eingangsbemerkung zu diesem Fragenkomplex, wir müssen dazu kommen, dass Menschen nicht dauerhaft bedürftig sind oder nicht dauerhaft zum Beispiel Bezieher von Mindestlohn sind. Die Logik muss doch sein, und davon glaube ich fest, jede und jeder hat es in sich, sozialen Aufstieg zu erreichen. Und dabei müssen wir unterstützen, Bildungssystem, übrigens auch bei den Hartz-IV-Empfängern, wenn wir da dazu kämen, dass jemand, der Hartz-IV hat und übernimmt einen 450-Euro-Job, dass von dem, was man dazu verdient, dass das Geld bei den Menschen verbleibt. Das ist ja jetzt so, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, ja. Ab einer bestimmten Grenze bei Hartz-IV gibst du 80 Cent von jedem Euro, den du erwirtschaftest, ab. Und das hält die Leute zurück. Also unsere Maxime ist, dafür sorgen, dass Menschen vorankommen im Leben. Und dann hat man irgendwann eine Situation, dass man eben nicht mehr auf der Seite der Bedürftigen ist, sondern man ist dann in der breiten, millionenmenschenbreiten Mittelschicht aufgehoben. Und bei den Leuten, die sich nichts fürs Bildungssparen zur Seite legen können, da haben wir auch jetzt ja schon Programme über zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, wenn jemand einen Berufsabschluss nachmachen will. Und an dieser Stelle frage ich mich, wie Christian Lindner eigentlich auf ein kommunistisches Känguru reagieren würde. Kein Scherz, ein Känguru, das anti-amerikanisch und antikapitalistisch ist. Genau ein solches findet man nämlich im Hörbuch Die Känguru-Chroniken, das ich nämlich aktuell auf der Hörbuchplattform BookBeat höre. BookBeat ist übrigens auch unser heutiger Partner. Und auf BookBeat habt ihr eine Auswahl von mehr als 100.000 Büchern und ihr könnt, anders als auf anderen Plattformen, beliebig viele Bücher im Monat hören. Ich zum Beispiel höre beim Frühstücken, beim Sportmachen oder vom Einschlafen jetzt aktuell die Känguru-Chroniken oder, was ich jetzt auch noch in Angriff nehmen möchte, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet und gleichzeitig auch BookBeat einfach mal testen wollt, kostenlos, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung oder auch in den angepinnten Kommentar, denn dort gibt es einen Link zu BookBeat Premium, das ihr dann 30 Tage lang kostenlos testen könnt. Und mit BookBeat Premium könnt ihr so viele Bücher, so lange ihr wollt, hören. Oder falls ihr euch selbst auf BookBeat anmelden möchtet, dann verwendet diesen Code hier, Marvin's Beat. Auch mit dem bekommt ihr dann BookBeat Premium für einen Monat kostenlos.
kostenlos. Also hört rein und macht euch schlau und unterstützt damit auch meinen Kanal. Wenn du im Bundestag bist, im Bundestagsgebäude bist und vor einem Aufzug stehst, angenommen links und rechts ist einer, links jemand von der AfD, rechts jemand von der Linken, welchen Aufzug würdest du eher nehmen, wenn du ihn nehmen müsstest? Du kannst die Treppen nicht nehmen. Ich gehe mit dem von der Linken lieber in den Fahrstuhl. Würde sich das übertragen lassen auf Regierungsarbeit? Ja, das lässt sich insofern übertragen, dass mit der AfD keine Form irgendeines Zusammenwirkens möglich ist. Die AfD lehnt ganz grundlegend unsere politische Landschaft, lehnt ganz grundlegend unsere Werte ab und nimmt noch nicht einmal den Parlamentarismus selbst ernst. Du erinnerst dich an die Bilder bei der Corona-Demo, als die AfD Aktivisten ins Parlamentsgebäude geholt hat, die dann Abgeordnete einschüchtern wollten. Also insofern, da ist kein Zusammenwirken möglich. Bei der Linkspartei ist es etwas anders. Die Linke will auch ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Ziemlich anders als die FDP, oder? Fundamental anders, ja. Da können wir gerne gleich auch noch drüber sprechen, wo die Unterschiede im Einzelnen sind. Aber die Linkspartei steht zu Parlamentarismus und steht zu den grundlegenden Regeln der Zusammenarbeit und auch zu unserer Kultur des Grundgesetzes. Und deshalb machen wir mit der Linkspartei schon mal auch etwas gemeinsam. Zum Beispiel gibt es Klagen vor dem Verfassungsgericht, die wir mit Grünen und Linkspartei gemeinsam ergreifen, auch ergreifen müssen, weil wir sonst gar keine Klagebefugnis hätten. Da gibt es also dann schon ein Zusammenwirken, wenngleich jetzt keine gemeinsame Koalition oder Regierungsbildung ansteht. Ich vermute mal, wenn es dazu kommen sollte, würde sich die FDP aber trotzdem etwas schwer tun, mit der Linken zusammenzuarbeiten, so ganz grundlegend. Nein, Regierungshandeln bekommt man da gewiss nicht hin zusammen. Da sind die Unterschiede fundamental in der Außenpolitik, aber auch eben mit dem Blick darauf, wie man glaubt, dass eine Gesellschaft sozial gerecht ist und wie wir unsere soziale Sicherheit und unseren Wohlstand erhalten. Die nächste Frage von Generalization Error, die nämlich gefragt hat, ob du dir manchmal die Ideologie des freien Marktes, der schon alles regelt, etwas schönredest. Die Ideologie habe ich ja gar nicht. Welche ist es denn sonst? Ich habe die Vorstellung, dass zunächst mal jeder einzelne Mensch vernünftig und verantwortungsbewusst ist. Aber regelt der freie Markt dann wirklich alles? Also ich meine, das ist ja schon so ein bisschen das Grundthema der FDP, oder? Nein, auch das stimmt nicht. Wir sind, also zunächst mal, der Ausgangspunkt ist der einzelne Mensch. Ich glaube, dass du der beste Experte für dein Leben bist und deshalb möchte ich, dass du möglichst viel Freiheit hast. Also deinen Weg gehen kannst, dass du entscheidest, was will ich für einen Beruf erlernen, wo will ich leben, auch wie will ich meinen Alltag, meinen Konsum gestalten, da will ich Freiheit für dich. Und aus dieser Wahlfreiheit kommt ein Markt, denn der bietet eben unterschiedliche Angebote und du entscheidest dich mit deiner Wahlfreiheit. Sonst ja, könntest du deine Freiheit nicht leben, wenn es nicht unterschiedliche Angebote gibt. Aber ein solcher Markt muss geordnet, muss geregelt sein. Ein absolut freier, ungeregelter Markt würde zu Machtkonzentration führen, würde zum Recht des Stärkeren führen, würde zu Betrug und Ausbeuterei führen. Und deshalb braucht man immer klare Regeln. Also wieder konkret, ich glaube, wir müssen dringend an unseren Regeln in der Marktwirtschaft arbeiten, denn wir haben auf der einen Seite zu viel Bürokratismus, also kleinteilige Regeln, die die Menschen im Alltag behindern. Und auf der anderen Seite die ganz großen Fragen. Wieso können Banken nicht pleite gehen? Warum sind Amazon und Google so mächtig und können sozusagen geistiges Eigentum von anderen sogar für sich nutzen und damit Geld verdienen? Wieso gibt es da keine Regel? Das ist so die Aufgabe, Leitplanken für die Freiheit zu schaffen. Und das hier erwartet euch in Teil 2. Ist es nicht absurd, dass jedes dritte Krankenhaus in Deutschland privat finanziert ist? Das stimmt ja gar nicht. Die Zahl stimmt nicht. Lassen wir die Zahl außen vor. Es gibt trotzdem private Krankenhäuser in Deutschland und es ist keine kleine Zahl.
Doch. Soweit der erste Teil des Interviews mit Christian Lindner. Sobald der zweite Teil online ist, findet ihr den hier auch nochmal verlinkt. Das heißt, schaut ihn euch jetzt sofort an. Und wenn nicht, dann ist hier ein anderes Video. Das könnt ihr euch jetzt auch anschauen. Danke euch fürs Zusehen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Euer Marvin und bis dann.